Künstler fragen Künstler. Mein Name ist Peter W. Strux und heute begrüße ich Sie wieder zu der Staffel Kunst gefragt. Heute zu Gast eine Künstlerin des Paul Klinger Künstlersozialwerks, Jutta Leitner. Herzlich willkommen, Jutta. Hallo, Peter. Freut mich, dass ich dabei sein darf. Sehr gerne. Jutta, du hast für ein Ausstellungsprojekt eine Idee gehabt und für dieses Projekt hast du die Leitung inne. Es ist also dein erstes Kunstprojekt in der Eigenregie von dir, so wie ich das gelesen habe. Was hast du uns mitgebracht und was möchtest du uns heute vorstellen? Ja, also es ist, wie du schon sagst, mein erstes eigenes Kunstprojekt, also das ich in Eigenregie selbst organisiere, also mit autonomer Konzeption, Organisation und auch die Projektleitung, auch Sponsoring habe ich übernommen. Und im Endeffekt geht es darum, dass ich einfach mehrere Künstler, die ich auch selber persönlich gut kenne, die aber jetzt nicht alle aus Passau kommen, sondern hauptsächlich aus München, aus Österreich und aus Berlin, die ich einfach mal zusammenbringen wollte zu einem Projekt. Und zwar ist es auch ein Multimedia-Projekt, heißt so viel wie, dass praktisch also Gestaltungselemente in Verbindung mit klassischer bildender Kunst und der Multimedia-Kunst gemeinsam oder zusammen mehr oder weniger in einem Projekt zusammen gezeigt werden. Genau. Es ist also ein Multimedia-Projekt und da gibt es noch einen ganz kleinen Zusatz dran, Kommunikation. Was gibt es da alles zu sehen? Du hast so ein bisschen angesprochen, dass da mehrere Leute daran beteiligt sind. Wenn ich das richtig gesehen habe, sind es mindestens 5 verschiedene Personen noch? Mit mir. Okay, mit dir 5. Ja. Was ist dieses Multikunstprojekt? Da gibt es bildende Kunst, da kommst du ja nun auch ursprünglich her. Was gibt es da noch zu sehen? Ja, also es gibt eben die bildende Kunst, die klassische bildende Kunst, die ja auch den Grundstein legt bei dieser Multimedia-Produktion. Da bin ich praktisch mit vertreten. Meine Künstlerkollegin Barbara Moritz, die mit mir auch eine Künstlergalerie hier in Passau führt. Und die Münchner, besser gesagt die iranische Künstlerin, die lebt in München, das ist die Akram. Und wir gemeinsam gestalten praktisch die bildende Kunst. Es wird also in Form einer Ausstellung stattfinden. Dann gibt es gibt es dann eine Live-Performance von meinem Künstlerkollegen aus Wien. Das ist Raman Hakadir. Der macht eine Live-Performance. Er macht aber auch Kurzfilme, also Videos. Wie gesagt, er ist ein in Wien lebender halbafghanischer Konzept- und Performance-Künstler, der hier praktisch auch sein Video präsentiert, die mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Ich wollte ihn unbedingt dabei haben. Ja. Dann gibt es noch die Akram, eben die Akram Khoshbakhtir, die praktisch auch bei der bildenden Kunst bei der Ausstellung mitmacht, aber auch als Produzentin von Kurzfilmen mit dabei ist. Ich habe also 3 ganz tolle Kurzfilme auch von ihr, die sie produziert, selbst produziert, mit ihren iranischen Künstlern auch. Ja. Und zum Schluss habe ich dann auch noch Musik, ja, ist auch noch dabei, und zwar ein Live-Konzert wird es geben, allerdings nicht zur Eröffnung, ein bisschen später dann, von der Stefa Schweiger ist Stefanie Schweiger eigentlich, und da gibt es auch eine gute Geschichte dazu. Ich habe mit ihr mal in Landshut zusammen gewohnt, seit vielen, vielen Jahren ist das hier, ich bin ja ursprünglich auch aus Landshut. Und damals hat die Steffi auch schon in einer Punkband gespielt und da sind wir auch immer abends weggegangen und haben auch da wilde 1-2 Jahre erlebt in Landshut. Ja. Und ich habe sie vor ein paar Jahren wieder getroffen, die ist schon lange in Berlin und da als Musikerin und Komponistin tätig und spielt in mehreren Bands. Und ich habe sie wieder getroffen und wir haben uns jetzt mal wieder gesehen und ich wollte sie auch unbedingt dabei haben. Ja. Du hast gerade schon so die Namen der verschiedenen KünstlerInnen genannt.
Wie hast du sie gefunden? Von einer hast du jetzt gerade berichtet, dass ihr zusammen mal gewohnt habt in einer WG. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass die anderen jetzt nicht in deiner WG oder in eurer WG mitgewohnt haben. Nein. Wie seid ihr zusammengekommen? Also die Barbara Moritz, eben meine Künstlerkollegin hier in Kassa, mit der ich auch zusammen seit einem Jahr auch eine Galerie habe. Wir haben die Galerie Art Active gegründet letztes Jahr während Corona. Wir sind eigentlich schon ein länger eingespieltes Team. Ja. Die Akram haben wir in Zürich kennengelernt. Und zwar haben die Barbara und ich haben in Zürich bei einem Kunstprojekt mitgemacht und haben da die Akram kennengelernt und sind draufgekommen. Wir treffen uns in der Schweiz und sie kommt aber aus München. Wir sind dann paar Wochen später nach München zu ihr raufgefahren und haben uns mit ihr getroffen und haben gleich gemerkt, wow, super, das passt. Wir machen gemeinsame Sachen. Wir haben auch schon mehrere Ausstellungen zusammen gemacht. So, und dann kommen wir noch zum Mann, zum Rahman. Den Rahman habe ich in Landshut kennengelernt. Und zwar war ich da auch Teil einer Ausstellung. Und zwar es war von der Stiftung White Cube, heißt es. Die haben da eine Ausstellung gemacht. Eine jurierte Ausstellung, wo ich auch auserwählt worden war und auch mit dabei war. Und dann haben wir uns da in Landshut kennengelernt und haben uns da angefreundet und ich wollte ihn unbedingt dabei haben. Ich habe mir dann seine Videos angeschaut und seine Sachen, die er macht, und ich war begeistert. Also er ist wirklich ein toller Künstler. Und nun hast du gerade beschrieben, wie die verschiedenen KünstlerInnen mit dir zusammengekommen sind. Was aber noch nicht so ganz klar ist, in dieser Multikunstproduktion geht es ja, wie der Mittitel auch schon sagt, um Kommunikation. Mhm. Wie bist du denn auf dieses Thema Kommunikation gestoßen? Ja, das kann ich dir auch erzählen. Und zwar ging es darum, also 2015 war ja die Flüchtlingskrise und ich wohne ja hier in Passau. Ich glaube, das haben alle ein bisschen mitbekommen, dass wir gerade hier an der Grenze zu Österreich sehr stark mitbekommen haben. Es sind ganz plötzlich ganz, ganz viele Menschen gekommen hier an meinem Haus vorbei. Also es war irgendwie eine komische Situation und ich wusste selber eigentlich nicht so recht, wie ich damit umgehen sollte. Ich habe dann mit ein paar Leuten auch geredet. Da war mir dann, ist mir dann irgendwie aufgefallen, wenn man miteinander spricht, also wenn man dieser Kulturschock, der da stattgefunden hat, der auch mich getroffen hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dadurch, dass wir miteinander gesprochen haben und da ist mir das klar geworden, man muss miteinander reden. Wenn man versucht zu kommunizieren, auf welche Art auch immer, lernt man sich besser kennen und lernt auch die Kultur des anderen besser kennen. Und da ist eigentlich dieser Gedanke aufgekommen und ich wollte das Ganze eigentlich letztes Jahr schon machen. Allerdings, wie wir ja alle wissen, haben wir Corona und das Ganze hat es dann ausgebremst. Aber dann habe ich es eben nochmal versucht, weil ich denke mir, ja, die Idee ist gut und ich will die alle zusammen haben. Und ja, und jetzt diesmal scheint es toll, toll, toll zu klappen. Genau. Also wenn ich das richtig verstehe, hat dich daran gereizt, die interkulturellen Möglichkeiten zusammenzufassen, um ja Unverständnis, um Schwierigkeiten deutlich werden zu lassen und gleichzeitig aber auch aufzubrechen, um Verständigungsmöglichkeiten zu schaffen. Ja, du sagst es. Und was für schwierige Momente gab es in dem Zusammenstellen von diesem Projekt? Eigentlich gar keine. Okay. Dann frage ich, wo und wann kann man das Multimedia-Projekt Kommunikation denn sehen und erleben? Ja, da sind wir jetzt gerade dabei. Also ich habe jetzt gerade auch noch einige gute Sponsoren aufgetan. Also es wird jetzt gerade alles vorbereitet. Es wird Werbung vorbereitet. Der Termin für die Eröffnung steht ja schon lange fest. Er wird am 17. September sein, hier in Passau, im Kulturmodell in der Breugasse. Das ist eigentlich unser Künstlerhaus. Da werden die Künstler auch übernachten, also nächtigen. Und bei der Vernissage am 17. wird es dann auch die Live-Performance von Rahman geben. Und am 2. Oktober dann, damit sich das dann ein bisschen entzerrt, gibt es dann das Live-Konzert von der Stiftung. Und wenn ich das richtig in der Ankündigung gesehen habe, ist am Freitag, 17. September, 18 Uhr, die Eröffnung mit der Begrüßung durch den Laudator. Genau.
Das ist der Kulturreferent der Stadt Passau. Ja. Das ist der Dr. Bernhard Forster, wenn Forster? ich das richtig Ja, richtig. gesehen habe. Ja. Das heißt, ihr oder du hast Unterstützung von der Stadt. Dann bleibt so die nächste Frage, wie kann man dich erreichen und wo kann man noch mehr von dir und von diesem Projekt erfahren? Ja, also mich kann man natürlich über Facebook erreichen, also Jutta Leitner eingeben, dann wird man mich finden, pass auf, oder über E-Mail leitner@juli.de oder über die Homepage www.juli.de oder man ruft mich an. Also genau, also je nachdem, man kann mich auch über den Künstlersozialwerk wünschen, kann man mich sicher auch erreichen. Ja, ihr habt ja meine Adresse auch. Also so gesehen, ja, man findet mich auf jeden Fall im Internet. Ja, Jutta, ich habe, glaube ich, einen kleinen Einblick in das, was du da vorbereitet hast, was mit deinen Kolleginnen und Kollegen fertig ist, in den Startlöchern steht und am 17. September starten darf. Ich habe da, glaube ich, einen kleinen, guten, schönen Einblick gewonnen und ich wünsche dir und deinen MitstreiterInnen ganz, ganz viel Erfolg, ganz viel Freude und somit kommen wir zum Ende, liebe Zuschauerinnen und liebe Hörerinnen. Wir sind mit Künstlerfragen Künstler in dieser Staffel natürlich Kunst gefragt. Und ich möchte mich bei Ihnen fürs Zuschauen ganz herzlich bedanken. Und ganz besonders bedanken möchte ich mich hier in dieser Staffel Kunst gefragt natürlich bei meinem heutigen Gast, Jutta Leitner. Jutta, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns einen kleinen Einblick gegeben hast. Und ja, mein Name ist Peter W. Strux und diese Sendung können Sie auf YouTube im Podcast in dem Podcast des Paul Klinger Künstlersozialwerks nachhören, nachsehen. Und wenn es Ihnen gefallen hat, zeigen Sie uns doch den Daumen nach oben, schreiben Sie uns, sagen Sie es Ihren Freunden. Und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt Kunst gefragt. Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund, bis bald und tschüss, Ihr Peter W. Strux. Tschüss, Jutta. Tschüss, Peter, danke. Vielen Dank nochmal und sehr gerne. Ich hoffe, dass wir viele, viele interessierte Besucher bekommen. Sie sind alle herzlich willkommen. Right.